Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us 2. Und wir haben erstmal Dankeschön an diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bitte oder mit viel damit helft ihr mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So. Es ist hier unten ziemlich sporig, würde ich sagen. Und wir sind auf der Jagd. Ich nehme mal die Gnade hier. Den Schalldämpfer können wir hier unten, glaube ich, auch abmachen. Und ich glaube... Igitt, ist das ekelhaft. Das glaube ich nicht, nur das ist auch so. Aber ich glaube, wir schlachten hier unten bald jemanden. Und wie ich dieses Spiel kenne, sehr plastisch und ekelhaft im Ansehen wahrscheinlich. Okay, Moment. Ich glaube, ich höre jemanden husten, oder? Ja. Kacke, wenn man gegen die Spur nicht immun ist, ne? Boah, ist das ekelhaft. Aber gegen ekelhaft bin ich auch nicht immun. Aber es gibt hier echt keinen Loot. Da sollte man doch denken, hier unten wird es Loot geben, weil... Wer sollte ihn denn weggelootet haben? In diesem spurenverseuchten Igittigitt. Boah, ist das ekelhaft. Aber der kleinen Ho geht das gar nicht gut, würde ich sagen. Ich gucke jetzt trotzdem noch nach, ob es hier Loot gibt. Hier ist Johnny. Hi, Laura. Oh Gott. Oh Gott. Gibt's hier noch Loot? Ich kann auch nicht mal meine Lampe einschalten. Na gut. Na, Nora, was geht ab? Wo ist Abby? Du atmest Spuren. Du bist es. Bist du eine Firefly? Es gibt keine Fireflies mehr. Wo ist Abby, huh? Ich bin doch eh schon tot. Warum sollte ich es dir sagen? Weil ich es schnell machen kann. Oder es sehr viel schlimmer machen kann. Denk daran, was er getan hat. Wie viele Menschen sind tot seinetwegen? Das ist deine letzte Chance. Ich verrate meine Freunde nicht. Wenn ich nichts drücke, was passiert dann wohl? Macht sich selber? Ich bin mir gerade nicht sicher, was passiert. Andererseits ist mir echt auf den Sack gegangen. Ach komm, einer geht noch. Gut, war eh der Letzte. Ich kann es nachvollziehen. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann Ellie nachvollziehen. Wenn man schon so weit gegangen ist, dann zieht man es auch durch. Ich bin's.
Lily. Bist du okay? Scheiße. Ist das dein Blut? Sie versteckt sich in diesem Aquarium. Okay. Na komm, wir machen dich sauber. Arme hoch. Sie hat geredet. Hey. Schon okay. Ich will dich nicht verlieren. Gut. Das war so klar, Leute. Sie weiß es. St. Mary's Hospital, das war das Krankenhaus von den Fireflies, wo... Hat einiges zurückgelassen. Ja, Ellie getötet werden sollte und Joel dann aufgeräumt hat. Ja, da gibt's sogar noch... Komm schon. Noch Gummihandschuhe. Muss doch irgendwas sein. Seht ihr? Und Ellie weiß es. Sie weiß, was Joel gemacht hat. Das ist so klar. Und das sind diese Wolves, das sind Fireflies, das sage ich euch. Da bin ich mir ansatzweise davon bin ich ansatzweise überzeugt. Ja, das ist, ja. Das ist dein Hirn. Der Wachstum ist eindeutig mutiert. Ich bin gespannt, ob die Testergebnisse unserer Theorie untermauern. Das ist ein ganz großes Ding. Und da sieht man auch ihren Biss. Den sie mit Säure verätzt hatte. Ja. Die weiß es. Das Spiel wird irgendwie von Kapitel zu Kapitel verbuggter. Morgen um diese Zeit werden wir den Lauf der Geschichte verändert haben, Jay. Also ich sage euch, das waren auf jeden Fall Fireflies. Auch wenn sie uns jetzt hier als Wolves verkaufen wollen, aber das waren Fireflies. Ich müsste mich so schwer wundern, wenn nicht.
Definitiv. Okay, ich gucke jetzt erstmal ganz kurz hier hinten hin. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ich glaube jetzt nicht, dass ich den großartigen Loot hier mitnehmen kann. Aber, apropos. Okay, ich kann den Käse hier aufmachen. Aber das war es auch ziemlich. Okay. Dann haben wir hier noch irgendwas. Uiuiuiui. Don, weißt du, ich habe echt gerne diese ganze wertvolle Krankenhausausstattung kategorisiert und gesammelt. Und als ich fertig bin, höre ich, dass sie keine mehr brauchen kann. Ich kann echt nicht glauben, dass ihr unsere Auflösung beschlossen habt. Ich verstehe es ja. Es war ein Wunder, dass uns durch die Finger geglitten ist. Echt scheiße, aber die ganze Welt ist scheiße. Wie können wir einfach so aufgeben? Was jetzt? Sollen wir die Quarantänezone leben und einer drittklassigen Widerstandsgruppe anschließen? Das kann es doch nicht sein. Es muss doch noch Leute geben, die mehr wollen. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, diese Leute zu suchen. Und wenn ich dabei draufgehe, Scott. Okay. Ist der Operationsraum gewesen, ne? Hände waschen davor schön. Und dann zack. Schubsdiwups. Oh, da liegt etwas Blut. Und eine Ratte. Ey, da ist eine Ratte gerade entlang gehuscht. Schaue ich mir gleich an. Ich gucke nur, ob ich die Ratte noch finde. Ratti, 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 Ratti. Das wäre es jetzt. An der Pest sterben. Hast du dir nur gedacht, mitten in der Nacht einfach so davonzulaufen? Sag doch was. Du hast mir nicht mal eine Nachricht hinterlassen. Sag mir, was hier passiert ist. Wenn du mich noch einmal anlügst, bin ich weg. Und du siehst mich nie wieder. Aber wenn du mir die Wahrheit sagst, gehe ich zurück nach Jackson. Egal, was es ist. Sag schon. Ciao. Einen Impfstoff zu entwickeln. Hätte dich getötet.
Ich hielt sie auf. Oh mein Gott. Pass mich bloß nicht an! Ich gehe zurück. Aber wir sind fertig. Das war so klar. Sie wusste es. Ich hab's mir gedacht, Leute. Sie wusste es. Darum war sie auch so ein bisschen grummelig auf Joel zu sprechen. Das war der Grund. Aber mal ganz ernsthaft, wieso ist sie auf ihn sauer? Ja, das hätte ihr im Leben einen Sinn gegeben und bla 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 und er hat sie angelogen und... Aber mal ganz im Ernst, um dein Leben zu retten, ist er wie ein Panzer da durchgemäht. Es gibt andere Leute, die würden das als Kompliment auffassen und nicht als, ja, Beleidigung oder Verrat oder, ja, schwierig. Wie gesagt, Lügen haben kurze Beine, aus meiner Sicht hätte es ihr gleich sagen sollen. Gleich, du, die wollten dir dein Hirn aufschneiden, das fand ich nicht geil. Ich habe Nein gesagt, sie haben ein Nein nicht akzeptiert. Ich habe etwas gewalttätig verhandelt, so einfach hätte ich sie gesagt. Das mit dem Lügen, das war im ersten Teil tatsächlich schwierig. Aber... Boah, krass. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Naja, meine Freunde. Wir erfahren beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.